Hallo, ich bin Dennis von SimCities und heiße euch herzlich willkommen zurück zu Cities Skylines. Ja, wir haben hier was recht Schönes geschaffen, wie ich finde. So einen kleinen Fluss mit Seen. Hier fahren die Fahrzeuge rüber. Doch, sieht doch ganz nett aus. So. Dort haben wir unsere Industrie und jetzt brauchen wir vor allem mehr Einwohner. Genau genommen brauchen wir. Wie brauchen wir? 7000 Stück. Also insgesamt. Das sind noch 1500, die wir benötigen. Dafür werden wir hier Wohngebiet machen. Aber ist auch später entfernen. Naja, genau genommen, das gering besiedelte entfernen wir. Hier soll später an diese, ja, an diese Halbinsel, die hier ist, dort soll das dicht besiedelte Wohngebiet hin. Auch weil wir, naja, wir brauchen Einwohner. Um halt die anderen, alles andere freizuschalten und dafür entferne ich hier erstmal die Bäume. So. Das mache ich mit dem Forest Brush. Mit dem Mod geht es relativ schnell. Ich muss nur überlegen, wie der Autobahnanschluss hier hingeht. Da brauchen wir noch mehr Industrie. Ich würde sagen, wir werden hier auch Büro reinbauen. Hier in die Mitte vielleicht ein Streifen Bürogebiet. Das schalten wir bei 7000 frei. Perfekt. Hier können wir. Ich schau mal, ob es noch ein Gebiet ist. Yep. Hier können wir noch ein bisschen Industrie ausweisen. So, das wird ja alles Landwirtschaft. Okay. Das kleine Stück entfernen wir. So. Genau, jetzt kann es hier nochmal sich nochmal schön aufbauen. Wie sieht's mit Strom aus? Haben wir genug? Wasser ebenfalls. Schauen wir nochmal beim Müll rein. Verarbeitungsstatus geht. Wir haben halt noch keine Verbrennung. Okay. Dort haben wir zwei Recyclingzentren und hier zwei randvolle Mülldeponien. Okay, das ist gar nicht gut. So, Verarbeitung. Ihr könnt es auch verarbeiten, glaube ich, oder? Genau, ihr könnt es ebenfalls verarbeiten. So, dann entleeren wir mal beide. Dann brauchen wir, glaube ich, mehr Recyclingzentren. Wollen hier noch zwei Stück hinmachen? Ja. Dann werden wir die Straße hier nochmal ein bisschen verändern, dass wir hier noch weitere reinkriegen. Aber so können wir das einmal ein bisschen managen. So, können wir das Budget für Müll ein bisschen runterdrehen? Gehen wir mal auf 80%. Wir können wahrscheinlich noch weiter runterdrehen. Es geht hier jetzt nicht darum, dass wir mehr Müllfahrzeuge haben, sondern einfach, dass wir mehr Verarbeitungsplatz haben. Weil die ist jetzt auch komplett voll, die fast. Und hier füllt sich das auch schnell. So dass die wenigstens leer werden. Vielleicht machen wir. Deaktivieren wir die eine Mülldeponie. Einmal komplett. Nein, die lassen wir an. So, das sind wieder 3% frei. Die können voll gemacht werden und erstmal wird das hier leer gemacht. Okay. So passt es.
Ja, worüber ich jetzt eher nachdenke, ist der Autobahnanschluss. Oder brauchen wir einen gerade? Wir könnten auch hier die Straße weiterführen. Erstmal. Ich muss bloß überlegen, welche das überhaupt war. Was hier? Country Road? Welche ist das überhaupt? Two Lane? Schauen wir die erstmal an. Ist es die hier oder? Ah, okay. So. Es ist diese hier, aber wir nehmen die. Da werden wir auch das hier bis dahin einmal upgraden. Dann nochmal das Tempo neu einstellen. Jetzt müsste es runtergegangen sein. Sowieso nur 50. Okay, das ist viel zu niedrig. Wir gehen mal auf 80. So. Genau, jetzt die komplette Straße 80. Tempo 80. Da kommt später noch ein bisschen was hin. Das hier sollte eine Brücke werden. Jetzt muss leider das alles entfernt werden. So. Machen wir. Ja, wir machen das mal so. Und hier lassen wir die einmal durchführen. Ich möchte eigentlich weniger mit Autobahnen und mehr mit, entsprechend mit Landstraßen arbeiten. So, ich weiß nur nicht, welche Straße wir damit die verwendet. Mal Four Lane Road. Gehen wir mal gerade hier rüber und schließen dann an. Ist es überhaupt dieselbe? Ja. Gut. Sehr schön. So. Jetzt kommt noch der Autobahnanschluss. So. Fällt zu steil. Schließen wir mal hier an. Nein, gefällt mir nicht. Ich möchte eigentlich nicht direkt hier. Okay, machen wir mal hier hin. Und von hier aus geht's dann darüber. So. Da muss ich ja das ja alles wieder neu machen. Okay, ist vielleicht anders? Können wir vielleicht mit dem Multitool irgendwo ging das doch. Verbindung herstellen. So.
Hä? Okay, das ist es nicht. So, im Kreis anordnen. Schleife. Und hier. Dort. Oh. Das sieht ja echt nett aus. So. Okay, ich wollte es nur mal ausprobieren. Das setzt ihn ja echt komplett so rein. Na, was soll's. Machen wir es mal ein bisschen anders. Als erstes machen wir Gefälle einstellen. Hier, hier, hier. So. So, dass es gleichmäßig hier ansteigt. Nicht perfekt. Da werden wir ein bisschen mit einem Geländetool nacharbeiten. So. Aber sehr fein einstellen. Okay. Nehmen wir das. Ah, gefällt mir noch nicht. Hier diese Kante gefällt mir nicht. Na gut, damit werden wir leben müssen. Das habe ich hier schon komplett entfernt. Das kann ich auch das wieder neu machen. So, einmal hier hin. Dann mit Move It. Ein bisschen anpassen. Ja, geht. Und hier wieder das Tool, um es gleichmäßig hier runterfahren zu lassen. Ja, geht. Da müssen wir noch ein bisschen am Gelände arbeiten. Vielleicht entfernen wir hier die Brücken und machen dort Boden hin, sodass hier ein kleiner Hügel ist. Das sieht vielleicht auch nicht schlecht aus. Ich sage, würde hier. Okay, das ist ein bisschen Arbeit und eigentlich gar nicht das, womit ich anfangen wollte. So. Das muss höher. Nimm mal den Punkt. Ja, noch ein bisschen höher. So. Okay. Gut. Ein gerades Stück einmal hier ran.
Also einigermaßen geht es. Vielleicht, wenn wir das einmal komplett. Er sagt immer vielleicht, aber macht es dann trotzdem. So. Das gefällt mir nicht. Okay. Gut. Jetzt wieder die Autobahn auffahren. Und einmal alles auf die richtige Neigung bringen. Weg. Nochmal Multitool. Gefälle einstellen. So. Ja, das Gelände muss noch ein bisschen angepasst werden. Hier geht es vielleicht. Ja, das geht. Das gefällt mir noch nicht. Können wir hier auch. Funktioniert es, wenn ich sage hier, hier, hier? Wird dann zu niedrig, ne? Ne, das geht nicht. Kann ich sagen, dass. Okay. Ich experimentiere gerade nur ein bisschen rum. Ja, das muss nochmal gemacht werden. Leider. So. Ja, manchmal ist es zeitaufwendig. So gehört das. Und jetzt natürlich wieder gerade machen. Ja, so kann man das lassen. Jetzt muss nur noch hier das einmal wieder gemacht werden. Die ganzen Linien. Mache ich einmal schnell. So, durchgezogen. Durchgezogen. Das CG halten, um einen Punkt zu verschieben. Das haben wir. Du bist durchgezogen, okay. Dann brauchen wir noch von dorthin. Und genau, die Eye-Taste war das. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gemacht habe. So. Ja, so sieht's doch aus. Okay. Ja, ich habe jetzt also original bisher nichts geschafft. Naja, was soll's. Mach mir nochmal die Verkehrsschilder. Und zwar ist das hier die Vorfahrtsstraße. Denn hier geht es in die Richtung einmal. Wir brauchen noch hier einen Anschluss. Schauen wir mal, wo wir ihn reinbauen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wo dort der Autobahn, also der Landstraßenanschluss nochmal hinkommt. Optimal wäre natürlich hier einmal durch. Oder hier. Also von der Kreuzung aus. Wir müssen halt schauen, dass dort eine entsprechende Straße ist, die wir nutzen können. Oder wir machen
das hier hinten hin. Dann könnte dort eine Verbindung hinführen und eine hier hin. Das wäre natürlich auch möglich. Später machen wir natürlich noch eine Autobahnabzweigung. Aber jetzt machen wir mal das, was ich eigentlich machen wollte. Dorthin, wo die Einwohner sind, eine schöne Landstraße hinziehen. So, die führen wir noch hier durch. Wir könnten natürlich nochmal eine Verbindung hier irgendwo ranbauen. Würde auch gehen. Aber da ist es ja verbunden. Wir schauen erstmal. Okay, ist mir vielleicht zugebogen. So möchte ich die doch nicht. Ein klein wenig Platz sparen, da wäre vielleicht doch ganz nett. Wir führen die hier so lang. So, und hier geht es dann über... Machen wir mal eine breite Straße. So, wir wollen ja richtig schön Einwohner hier haben. Setz mir mal bis hier hin. Ein bisschen unschlüssig bin ich noch, wie das Ganze gemacht wird. Nicht so ganz schmal. Nehmen wir erstmal schöne Alleen. Brauchen möchte ich nicht. Ich glaube, wir führen das einmal hier durch, quasi als, oder machen wir das ein bisschen eckiger. Ja gut, leicht eckig ist hier alles. Dass wir sagen, dieses Stadtgebiet beginnt hier, aber mit geraden Straßen. Mal hier eine hin. Ist schon zu weit, denke ich. Ja, zum Glück haben wir genügend Geld, um ständig alles abzureißen. Noch ein Stück weiter, die führt hier direkt an der Küste lang die Straße und schließt dort an. So, das ist halt erstmal der Rahmen. So gut, als nächstes mal hier eine Straße durch. So. Genau. So passt es, glaube ich. Und jetzt die Füllung. Das lassen wir mal so, wie es ist. So. Wenn wir hier nur eine Straße durchmachen, können wir auch ein bisschen mittiger machen. So, die könnten wir dann auch hier hinziehen. So.
Und dann von hier aus nochmal zwei rein. So eine Art erstmal. Das wird später nochmal anständig verbunden. Mit der Stadt. Wasser ist ja auch schon gleich in der Nähe. Das ist ja praktisch. Und das Ganze kriegt natürlich noch ein paar... Ja, hier wird überall noch natürlich noch Stadt hinkommen. Das kommt natürlich. So, dann führen wir hier noch die Straße durch. Das kleine Stück ist hier nicht. Hier nochmal längs. So, von hier aus. Und das letzte Straßenstück. Okay. Ja, hier in der Mitte fehlt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob... Da muss wahrscheinlich überhaupt nichts. Da kommt einfach wahrscheinlich nur Grünfläche hin. Strom sollten wir auch hier haben. Sehr schön. Jetzt nochmal da ran. Und dann fangen wir mal an mit Wohngebäuden. Hier einmal außen hin. So. Hier nochmal voll damit. Ja, später wird das durch dicht besiedelte ersetzt. Aber bis dahin kommen mehr halt kleine Wohngebiete. Lass mir vielleicht das hier mal weg. Machen hier mal schmaleres hin. So, dass hier ein bisschen frei ist. Für einen Weg hier. Wir haben auch noch mal ein paar. Bier noch. So passt es. Da kommt ein kleineres Haus hin. So. Naja, das geht so. Dann machen wir hier nochmal Gewerbe. Auch hier Gewerbe. Ich lasse mal weiterlaufen. So. Gewerbe alles hier. Gut, so passt es. Jetzt kann sich das so langsam aufbauen und das tut es auch. Sehr schön. Wir brauchen halt dringend Wohngebiet. So. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen weiter ausgebaut. Vielleicht verändere ich auch nochmal die Straßen. Aber die Idee ist halt... wir werden natürlich mit Geschwindigkeiten arbeiten. Aber dass die immer so ein bisschen zu den Hauptstraßen geleitet werden und von denen auch wieder weggeleitet. So, vielleicht machen wir... ich will ja eigentlich keine Straße durchmachen. Die sollen ruhig auf diese Nebenstraßen fahren. Das Ganze muss noch mit Verkehrsschildern eingestellt werden. So. Vielleicht machen wir hier auch eine Ampel rein. Aber jetzt rege ich erstmal hier außen. Die Straße kriegt sogar ein Stoppschild. Kennt man ja, die unwichtigen sollen so ein bisschen, naja, genervt werden. So, da können die hier durch. Mit Stoppschildern hier wieder. Wo ist hier die Hauptstraße? Ich glaube einmal längs.
Vielleicht wäre hier auch eine Ampel passend. Hier ist auch längs. Dann mit Stoppschildern. Oben ist das schon. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja. Natürlich kommt hier noch sehr viel Seitengebiet, Seitenstraßen. Hier bin ich noch unschlüssig. Vielleicht reißen wir hier im Bereich nochmal ab. Und weil wir hier angefangen sind, lassen wir jetzt hier nochmal alles bauen. Und warum bauen sich da keine Häuser auf? Warum baut ihr dort? Ihr sollt hier bauen. Endlich ist mal eins hier. Ich kriege jetzt keinen Strom dort. Ihr müsst warten. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal schön Gewerbe hin. Davon brauchen wir am meisten. Können sich hier auch aufbauen. Geschwindigkeiten noch einstellen. Tempo 80. Ja, das ist hier schon. Sehr schön. Gut, dann nochmal Tempo 60 Straße ist die hier. Die beschleunigen wir. So. Sondern halt mit nach Möglichkeit immer die schnellsten Straßen nehmen. Hier machen wir nochmal auf 50 diese Straßen. So. Und vielleicht ändern wir die kleinen Straßen nochmal auf 30. Um die so richtig daran zu hindern, die als Umgehungsstraßen zu nutzen. Die sollen halt wirklich nur die nehmen, wenn sie hier auch direkt irgendwo ran müssen. Ansonsten halt immer außenrum. Ich werde nochmal durch Stoppschilder aufgehalten und natürlich durch das niedrige Tempo. So, die Küste muss nochmal ordentlich gemacht werden. Und dann kommt hier alles voll mit Einwohnern. Und dann überlegen wir uns, wie es am besten gemacht wird. Ja, ein richtiger Autobahnanschluss müsste hier auch nochmal hin. Vielleicht entfernen wir das Stück hier von der Autobahn und führen es hier rüber im Bogen. Das einmal hier lang führt. Dann können wir hier noch ein bisschen was machen. Und eine anständige Verbindung zwischen den Stadtgebieten muss auch noch mal her. Hier kann schön am Strand Tourismus. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte Sand. Ich überlege nämlich, den Strand zu vergrößern. Sagte er, dass er überlegt und macht es einfach. Dass hier ein richtig schöner, ja, richtiger Badesee entsteht. So, hier auch an der Küste, die bietet sich ja auch an, nur mal ein Stück weiter noch. Ja, das können wir ja einmal komplett rumziehen. Dann kommt hier auch das Tourismusgebiet hin. So.
Ja, das passt. Da hinten ist auch schön Strand. Hier hat man ihn. Ja, das passt so. Ein Stück hier hin. Okay. So, ja, aber die Folge ist auch schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, für die, die sich wundern, dass gerade weniger kommt, es tut mir auch echt leid. Aber gerade ist es einfach arbeitstechnisch nicht möglich, dass ich viel mehr bringe. Das Ganze wird sich in den nächsten Wochen noch wieder ändern und dann wird halt deutlich mehr wieder kommen. Bis dahin hoffe ich, dass ich wenigstens eine Folge am Tag immer parat habe. Entweder City Skylines oder Surviving Mars. Ja, aber das werdet ihr dann ja sehen. Okay, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.